Erster Tag des Lockdown Light. Wie bereite ich mich denn vor? Wie geht es überhaupt weiter? Das wollen wir klären. Außerdem dieser Aufreger, immer Ärger mit Versicherung. Wenn es drauf ankommt, wollen die nicht bezahlen. Wie kann ich mich dagegen wehren? Und wenn ich jetzt schon nicht reisen darf, wann bekomme ich denn endlich mein Geld zurück? Dieses und noch viel mehr in dieser Sendung. Viel Spaß bei Es geht um Ihr Geld. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie reingeklickt haben. Ich melde mich aus dem Kurzurlaub wieder. Ich war auf Kreta, nicht Risikogebiet und deswegen brauche ich natürlich auch nicht in Quarantäne. Arne Kempkens, unser Rechtsanwalt, ist aus Gelsenkirchen zugeschaltet. Auch er ist wieder da, nicht in Quarantäne. Herzlich willkommen an dieser Sendung. Hallo nach Berlin. Und wir wollen gleich starten. Heute ist ein denkwürdiger Tag. Der Lockdown Light hat begonnen, soll nur bis Ende November dauern, aber man wird sehen. Und wir beschäftigen uns mit diesem Thema und haben mal Wirte gefragt, wie sie das sehen. Gerade sie müssen jetzt schließen, bekommen natürlich auch einen Ausgleich vom Staat. Aber wir wollen mal horchen, wie ihre Meinung ist. Wir haben uns nach den Regeln gehalten, Abstände, Formular auffüllen und Seife und alles. Aber anscheinend, das hat nicht gereicht. Ich weiß nicht, was wir so noch machen. Wir haben eigentlich uns im Sommer ganz gut wieder nach oben gekrabbelt. Also sprich, sind wieder zu relativ vernünftigen Zahlen gekommen und hatten auch wieder eine Perspektive für uns, für unsere Mitarbeiter, für unsere Gäste. Die ist uns jetzt genommen. Also von Stadt war schon großzügige Hilfe, muss man ehrlich sagen, von meiner Sicht her. Ich weiß es nicht, wie die anderen denken. Hat uns schon geholfen. Und wenn ein zweites Mal passiert, ohne Hilfe überwinden wir diese Situation nicht. Ich würde sagen, der Schnitt liegt bei 40-60% Umsatzrückgänge und auch teilweise mehr, wenn er Pech hatte. Sollte der Lockdown länger als 2 Monate anhalten, laufen tatsächlich 90% meiner Kollegen Gefahr, in die Insolvenz zu geraten. Dass wir wahrscheinlich die Leute wieder in Kurzarbeit schicken müssen, dass wir wieder Darlehen aufnehmen müssen, um unsere Firmen am Laufen zu halten. Ja, die Angst ist schon sehr groß. Ja, wirklich eine bedrohliche Situation für die Wirte. Tatsächlich, Arne Kempkens, wie ist das? Der Bund hat ja in Aussicht gestellt, dass 70% oder gar 75% des Umsatzes dann als Hilfe wieder zurückfließt. Reicht das denn? Na, das müssen wir mal sehen. Ich hoffe ja eigentlich, dass dieser Umsatz, der sich ja am letzten Jahr orientiert, dass der zumindest das ausgleicht, was man dieses Jahr verdient hätte. Und das ist zumindest ein Anfang. Und für die Wirte ist ja ganz problematisch, dass sie ganz erhebliche Investitionen vorgenommen haben in beispielsweise Belüftungssysteme, in so Abschirmungssysteme. Und diese ganzen Investitionen, die jetzt in den letzten Wochen, Monaten gemacht wurden, die sind natürlich jetzt in diesem Monat dann sozusagen völlig nutzlos. Und das ist echt wirklich eine Belastung. Und die Gastronomen sollten jetzt unbedingt schon mal Unterlagen zusammensammeln für dieses Erstattungssystem, was ja kommen wird. Vermutlich wird das wieder laufen über die Portale, über die auch die Soforthilfe gelaufen ist. So ähnlich wird das wahrscheinlich laufen. Es wird, ich erwarte, ein bisschen höheren bürokratischen Ablauf, mehr Hindernisse, weil wir ja beim letzten Mal erhebliche Strafverfahren erlebt haben, auch weil da viel auch betrogen worden ist, muss man ehrlicherweise sagen. Und in Nordrhein-Westfalen beispielsweise wurde das Verfahren ja sogar ausgesetzt, weil eben die Quote sehr hoch war, die Betrugsquote sehr hoch war. Und deswegen wird es jetzt bei diesem Mal mit Sicherheit wesentlich höhere bürokratische Hürden geben. Aber natürlich, die Gastronomiebetriebe sind geschlossen. Wahrscheinlich wurde gestern noch mal geöffnet und vielleicht auch sogar so ein bisschen das abverkauft, was sonst ja vielleicht weggeworfen werden muss. Wie sieht es mit anderen betroffenen Branchen aus? Haben die auch Chancen, sich das Geld irgendwie zurückzuholen? Und die zweite Frage natürlich, ja, kann da jetzt jeder sein Geld beantragen oder wird wirklich so scharf kontrolliert und ich muss mit drastischen Sanktionen rechnen? Also man wird mit drastischen Sanktionen rechnen müssen. Wir haben also schon eine ganze Reihe an Strafverfahren, die wir anwaltlich betreuen, wo eben im Antragsverfahren was schiefgelaufen ist. Und da müssen wir mal sehen, wie die so ausgehen. Da wird sehr stark ermittelt. Das wird auch, ich sag mal so nach der ersten Welle, wird man sicherlich auch in den nächsten 1-2 Jahren diese Verfahren noch weiter prüfen. Also man kann nicht davon ausgehen, wenn jetzt Angaben gemacht wird und die Zahlungen fließen dann relativ schnell,
dass damit der Vorgang abgeschlossen ist. Das ist absolut nicht so, sondern die Vorgänge werden auch im Nachhinein noch genau geprüft. Und die anderen Erstattungsverfahren, die wir erwarten, beispielsweise ja sehr für die Künstlerbranche, da müssen wir mal sehen, wie sich das entwickelt, was es da noch so an Hilfsangeboten gibt. Aber da sind ja auch, intensive Hilfspakete versprochen. Aber jetzt nochmal Hand aufs Herz. Tatsächlich, jetzt lockt wieder die Corona-Hilfe in vielen Fällen natürlich auch berechtigt. Aber da überlegt man sich schon, Mensch, was melde ich da an? Bin ich auch wirklich anspruchsberechtigt? Ich kann es ja auch erstmal einfordern. Aber tatsächlich, Sie haben es gerade gesagt, da muss man wirklich aufpassen. Denn wenn man Geld bekommt, was einem nicht zusteht, was droht einem da? Oder bin ich dann schnell wieder raus, wenn ich mir überlege, ach, ich zahle es einfach schnell zurück? Nein, wenn man erwischt wird, ist es zu spät. Wenn man falsche Angaben gemacht hat bei den Fragebögen, die dann kommen, möglicherweise wird das auch wieder im Verbund mit Steuerberatern gemacht werden. Da müssen wir mal sehen, wie das Erstattungsverfahren jetzt ganz genau funktioniert. Empfohlen ist das in jedem Falle, dass die Steuerberater ordentlich die Unterlagen zusammensammeln. Es geht ja um die Erträge aus dem vergangenen Jahr, die dann eben jetzt mit 75%, das ist ja die Marke, erstattet werden sollen. Bitte da auf keinen Fall falsche Angaben machen. Denn ansonsten droht ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs, Paragraph 263 StGB ist das, und da drohen bis zu 5 Jahren Haft. Und das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Und die Verjährungsfrist ist übrigens auch 5 Jahre. Das heißt, es kann also wahnsinnig lange noch geprüft werden. Und das kann dann beispielsweise bei einer Steuerprüfung oder dergleichen, kann so etwas ohne weiteres aufkippen. Und dann werden auch Quervermerke gemacht. Das heißt, wenn der einen Behörde Unregelmäßigkeiten auffallen, dann kann es durchaus sein, dass eine andere Behörde davon von Kenntnis erlangt, dass es eben einfach mitgeteilt wird und dass dann da eine Prüfung erfolgt, ob tatsächlich diese Corona-Gelder zu Recht beantragt wurden oder eben auch nicht. Mahnt unser Anwalt Arne Kempkens mit Sicherheit zu Recht. Wir kommen zu unserem zweiten Fall in der Sendung. Ich selbst rege mich da wirklich immer gern drüber auf, weil Krankenkassen, da zahlt man jahrelang ein. Und wenn man dann wirklich dann mal Hilfe braucht, dann wird da nichts bezahlt. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber so dieses Gefühl bleibt. Und ich bin jetzt verbunden mit unserem Zuschauer Thorsten Habel aus Dortmund. Hallo, Herr Habel. Hallo, schöne Grüße. Sie haben ein tierisches Problem. Erzählen Sie mal, worüber ärgern Sie sich? Genau, also ich leide seit vielen, vielen Jahren an Anaphylaxie. Das bedeutet, bei mir setzen Allergieschocks ein, unvorhergesehen. Und bei mir besteht also dadurch jederzeit die Gefahr, dass ich ersticken kann. Und ja, da habe ich mich vor knapp 5 Jahren mal mit beschäftigt, wie man da Abhilfe schaffen kann. Bin dann auf das Thema Assistenzhunde gekommen. Ja, und seit knapp 4 Jahren liegt hier die Hani neben mir, begleitet mich halt seit 4 Jahren auf Schritt und Tritt, 24/7, und übernimmt die Überwachung meines Gesundheitszustandes, was für mich halt wirklich eine Erleichterung im Alltag ist, mir ein komplett neues Leben geschenkt hat und ja, für mich nicht mehr denkbar ist, ohne die Hani zu sein. Und die Krankenkasse hat keinen Cent dazu bezahlt? Genau, richtig. Es ist so, dass die Krankenkassen diese Art von Assistenz nun nicht bezuschussen. Das war in meinem Fall dann genauso. Da stand es natürlich dann erstmal an oberster Stelle, die Mittel zu besorgen, um das umzusetzen und das Tier auch anschaffen zu können. Es ist so geregelt, dass die Kassen bei uns in Deutschland nur Blinden für Hunde bezahlen und das in kompletter Höhe. Danach bekommt der Blinde auch, solange das Tier lebt, jeden Monat einen Obolus von der Krankenkasse als Kostgeld quasi. Und ja, diese Hunde wie Hani, die wirklich auch nachweislich eine Erleichterung fürs Budget der Krankenkassen bringen, ja, werden halt mit keinem Cent bezuschusst. Und das ist in meinen Augen einfach fatal. Und da muss ich also grundlegend was ändern, damit da auch ja, anderen kranken Menschen geholfen werden kann. Bevor wir jetzt weitersprechen, jetzt haben Sie schon über Hani gesprochen. Wir haben Sie auch schon im Foto gesehen. Sie kraulen Sie da jetzt. Können Sie uns die mal zeigen? Na klar. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt der Labrador. Da ist er. Genau. Assistenzhund von Thorsten Habel. Und Sie haben uns gesagt, der hat Ihnen schon mehrfach das Leben gerettet. Wie kann ich mir das so vorstellen im Alltag? Genau. Also es ist so, diese Erkrankung habe ich jetzt seit circa 15, 16 Jahren. Und die Medizin kann mir bis heute leider nicht helfen. Man findet also keinen Auslöser, keinen Erreger, der diese Allergieschocks auslöst. Ja, und die Hani ist so trainiert, dass sie solch einen Allergieschock weit vor mir bemerkt.
ja, sie warnt mich tagsüber oder weckt mich nachts und ja, macht das immer so früh, indem sie mir dann auch meine lebenserhaltenden Medikamente bringt. Ja, und schenkt mir halt die Zeit, dass ich mich halt selbst versorgen kann. Und seitdem die Hani da ist, war ich also nie wieder so ein, ja, hilfloser Notfall, dass ich Hilfe von Dritten brauchte. Ne, also sie macht das immer so zeitig, dass ich mir da selber helfen kann und ja, es kein akuter Notfall wird, wo es wirklich um Sekunden und auch, wie es vorher war, bevor Hani zu mir kam, um Leben und Tod geht dann. Wird aber auch von Ihnen, wie man sieht, deutlich umsorgt hier und liebkost und gekrault. Tatsächlich hat Hani 13.000 Euro gekostet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Haben Sie dafür einen Kredit aufnehmen müssen? Ja, mehr oder weniger. Es gab halt mehrere Stellen, Freunde, Bekannte, die halt da ein bisschen unterstützt haben. Es war schon eine Herausforderung, definitiv. Zu der Zeit stand halt auch im Raum neues Auto oder halt das Geld in den Hund investieren. Ich habe mich dann für den Hund glücklicherweise entschieden und ja, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und wie kommen Sie jetzt aus? Er wird ja, oder sie wird natürlich dann ein Leben lang Ihr Begleiter sein. Sie können jetzt gar nicht mehr ohne ihn. Was bekommen Sie sonst noch für Geld von der Krankenkasse? Oder fühlen Sie sich da auch in anderen Fällen im Stich gelassen? Also für die Hani gibt es halt gar nichts dazu. Ne? Also bis heute ist es so, ich hatte es immer wieder mal versucht, mit einer E-Mail oder einem Schreiben zur Krankenkasse und habe mal zumindest nach einem kleinen Obolus gefragt für einen Sack Futter oder ähnliches. Das wird halt immer abgelehnt. Und dann ist es halt so, dass die Krankenkassen in diesen Fällen auch bei der Kostenübernahme an das hiesige Sozialamt verweisen. Das wurde dann also auch bei mir komplett, also mein Antrag weitergeleitet. Ja, und das Sozialamt greift halt nur ein und unterstützt finanziell, wenn man unter einem bestimmten Satz liegt, Verdienst etc. Ja, da ich da drüber lag, gab es halt, wie gesagt, auch von dort keine Unterstützung. Und ja, die Hani wurde komplett eigenfinanziert. Arndt Kempkens hat zugehört, wirklich ein spannender Fall. Wirklich lieber ein Hund statt einen Kleinwagen. Ist das alles so rechtens oder ist es dann auch Ermessensspielraum von Krankenkassen, diesen Hund zu bezahlen oder nicht? Also ich halte das für ein bisschen zweifelhaft. Es gibt nämlich einen gesetzlichen Anspruch bei den gesetzlichen Versicherungen. Paragraph 33 SGB Römisch 5 ist das Stichwort. Und das ist so der Hilfsmittelparagraph. Und der sagt, Hilfsmittel hat man dann Anspruch, wenn man es beispielsweise dazu dient, einer Behinderung vorzubeugen und oder da eben Hilfe zu leisten. Und da haben wir immer wieder auch in der Vergangenheit immer wieder Prozesse geführt, auch um diese blinden Hunde, die ja in der Ausbildung tatsächlich auch noch teurer sind. Die kosten so zwischen 20.000 und 30.000 Euro, so eine Ausbildung eines versierten Blindenhundes. Und natürlich versuchen die Krankenversicherer da sich etwas bedeckt zu halten. Aber diesen Fall, den halte ich für etwas zweifelhaft, ob man da so ohne weiteres das ablehnen kann, weil das ja ein zulässiges Hilfsmittel ist, das eben einer ja weiteren Erschwernis vorbeugen soll, auch einer Behinderung vorbeugen soll. Und da meine ich, dass es durchaus Sinn macht, hier nochmal vielleicht mit der Versicherung in Kontakt zu treten und sich eben auf diesen Hilfsmittelanspruch zu berufen. Oder ist es so, weil ich mich nicht darum gekümmert habe, dass das jetzt quasi schon verjährt ist und ich letztlich da nichts mehr machen kann? Aber Sie sagen, ich sollte noch mal mit der Krankenkasse sprechen. Ja. Das sollte man immer machen. Das sind tatsächlich Einzelfallentscheidungen. Das sehen wir auch, wie gesagt, in dieser Blindenhunde-Rechtsprechung. Da gibt es also Urteile rauf und runter zu diesem Thema, ob das noch wirtschaftlich ist, ob das tatsächlich so ein, ja, ein echtes Hilfsmittel ist oder ob das so ein Sozialmittel ist, quasi so ein normaler Hausgenosse quasi. Dann würde man das Geld nämlich nicht kriegen. Aber wenn das ein Hilfsmittel ist, würde man das Geld kriegen. Also da ist die Gratwanderung, ist da etwas da. Und da sollte man nicht so schnell aufgeben, denn die Krankenversicherer erwarten natürlich dann oftmals auch einen Flächenbrand bei solchen Sachen, sodass Dinge, die neu sind, die für die Versicherer auch neu sind, da sind die Versicherer immer skeptisch. Und deswegen würde ich eigentlich hier empfehlen, dass man durchaus auch jetzt noch, wenn das noch nicht gemacht wurde, wirklich einen schriftlichen Antrag stellt und dann gegebenenfalls auch hier Rechtsmittel überlegt. Ja, Herr Habel, Sie haben es gehört. Der Anwalt sagt, da müsste schon so ein bisschen Geld locker gemacht werden. Haben Sie alles versucht, bei der Krankenkasse an Geld zu kommen? Ja, also das wurde jetzt in den 4 Jahren, in denen die Hani jetzt knapp bei mir ist, gerade zum Anfang natürlich 2-3 Mal immer wieder gemacht. Im Nachhinein auch mit diesem Schreiben halt bezüglich auch der Kosten für eine Futterübernahme. Es wurde halt immer abgelehnt mit dem Hinweis, dass es wohl hier so geregelt sei, dass der Hund eine 100-prozentige Aufgabe für den Menschen übernehmen muss. Und das würde nur der Blindenführhund machen, indem er für den Mensch sieht. Es ist dann wohl so geregelt, ist mein Stand der Dinge,
dass Hunde wie die Honey oder auch es gibt ja Diabetiker-Warnhunde, Epilepsie-Warnhunde etc., dass diese Hunde ja zwar eine Erleichterung auch für das Budget der Krankenkassen bringen, da halt diese Notarzt- und Notfallversorgung wegfallen, diese ganzen Kosten, aber halt es keine Zuschüsse gibt, weil es halt so vom Gesetz her geregelt sei. Ja, da muss ich Anne Kempkens, ja, sieht schwer aus, obwohl Sie bleiben dabei, da ließe sich noch ein bisschen Geld holen. Also ich würde das als Hilfsmittel einstufen wollen und dann haben wir eine Kostenerstattungsmöglichkeit. Und das ist natürlich, jeder Einzelfall ist anders, jede Situation ist auch anders, aber hier geht es doch um Teilhabe. Und wenn hier der Hund tatsächlich so eine körperliche Überwachungsfunktion übernimmt, die man nicht selber übernehmen kann, so wie das in Ihrem Fall ist, dann meine ich eigentlich, dass hier diese Hilfsmittelschwelle, die wir erreichen müssen, worauf Sie ja zu Recht hinweisen, dass die eigentlich schon überschritten ist. Ja. Also Herr Habel, Arne Kempkens macht Ihnen Mut, vielleicht versuchen Sie es doch nochmal, vielleicht schicken Sie einfach den Beitrag da mal ein, ob es dann vielleicht Geld gibt. Und informieren Sie uns auf jeden Fall, ich wünsche Ihnen mit Ihrer Honey alles Gute, dass Sie weiterhin gesund bleiben und dass er Sie auch vor Anfällen schützt. Danke, dass Sie in der Sendung waren. Vielen Dank an Sie, herzliche Grüße. Tschüss. Und das ist tatsächlich so. Ja, das regt mich halt auf. Also das heißt, eine Krankenkasse, Arne Kempkens hat es deutlich gesagt, müsste eigentlich zahlen, obwohl es natürlich dann wahrscheinlich auch schwierig ist. Aber es fällt immer wieder auf, dass wenn man wirklich Versicherungen braucht, dann gibt es halt Ärger. Bestes Beispiel ist halt die Betriebsunterbrechungsversicherung. Viele Gastronomen sind davon betroffen und wegen Corona haben die gesagt, bin doch versichert, also sowas müsste doch abgesichert sein. Nein, sagen die Versicherung, Corona ist nicht offiziell eine Pandemie und die bieten dann halt so kleine Sachen, mal 15.000 Euro. Aber es geht ja in diesen Fällen wirklich auch um Millionen. Haben Sie auch Probleme mit Versicherungen? Und dann schicken Sie uns das. Mich nervt das wirklich, weil es ist wirklich, immer wieder lässt sich da auch noch was machen. Wir merken das auch in unserem Alltag. Wir bekommen wirklich sehr viele Zuschauerreaktionen, die haben Angst und Ärger mit Versicherungen. Und uns gelingt es dann immer wieder, da noch ein bisschen Geld rauszuholen. Manchmal kleine Summen, manchmal aber auch richtig viel Geld. Und ich finde einfach, da müsste jeder gleich sein und jeder wirklich das gleiche Recht haben. Aber es ist dann wahrscheinlich am Ende so, wer wirklich nachbohrt, wer sich wirklich massiv kümmert, erreicht da mehr. Und so sollte es eigentlich nicht sein. Also, liebe Versicherungsmanager, es ist immer wieder erschütternd, was wir hier wirklich auch für Ungerechtigkeiten in dieser Sendung haben. Und bevor Sie einfach den Stempel drauf machen und sagen, Absage, wirklich checken, ist jetzt wirklich dieser Anspruch wirklich unbegründet oder kann man da nicht doch machen, was machen? Ich glaube, da würden Sie wirklich vielen, vielen Menschen helfen. Arne Kempkens, wie sehen Sie das in Ihrer Praxis? Was können Sie für Mandanten erreichen? Es ist ja wirklich so, dass wir sehr, sehr viele Verfahren gegen Versicherer führen. Wir führen täglich Prozesse. Und es ist in vielen, vielen Fällen ist es so, dass es bei Gerichten ganz anders gesehen wird. Der Versicherungssachbearbeiter ist ja oftmals gar nicht nur dafür da für den Versicherten, sondern der arbeitet ja für den Versicherer. Der steht also im Grunde genommen im Lager des Versicherers. Und von daher besteht natürlich eine gewisse Tendenz, auch, ich sag mal, das Vermögen des Versicherers entsprechend zu berücksichtigen. Natürlich muss vertragsgemäß ausgezahlt werden, aber da gibt es eben sehr, sehr viele Grenzen. Und die werden, so erleben wir das in der Praxis, zumindest in den Fällen, die bei uns ankommen, wird es oft eben so dann eben ausgelegt, dass der Versicherer, der Mitarbeiter dann sagt, ja gut, das ist eben nicht vom Versicherungsschutz erfasst, wie wir das täglich hören. Und dann führt man Prozesse und bei Gericht kommt was ganz anderes heraus. Und da kann ich wirklich jedem nur raten, diese Absagen des Versicherers, wo auch oftmals Urteile zitiert werden, die gar nicht mehr aktuell sind, die von Gerichten aus ganz anderen Oberlandesgerichtsbezirken kommen oder Landgerichtsbezirken kommen, wo also auch regional die Situation anders gesehen wird, da muss man auch diese Urteile ein bisschen in den Kontext stellen. Denn manchmal wird man mit Urteilen, man bekommt also eine Absage, da werden 5 Urteile zitiert, da sind aber inzwischen überholte Urteile oder es gibt Urteile, die das ganz anders einschätzen, die werden natürlich nicht erwähnt. Von daher sollte man jede Absage ganz genau prüfen, ob da nicht doch noch was zu machen ist.
Und wir wollen auf jeden Fall über Ihre Versicherungsfälle berichten. Also wir wollen wirklich den Finger in die Wunde legen und schauen, wo wird da Ihnen übel mitgespielt. Schicken Sie uns einfach Ihren Fall zum Beispiel als Handyvideo und schicken Sie den an WhatsApp an 0171 959 2211. Sagen Sie, was Sie ärgert und sagen Sie, wie Ihnen da mitgespielt worden ist. Oder Sie erreichen mich natürlich auch per E-Mail an sparfox@bild.de. Und auch alle, die jetzt sagen, ich arbeite bei einer Versicherung, fühle mich ungerecht behandelt hier, auch Sie sollten sich melden und auch das Thema werden wir hier diskutieren. Hier kommen beide Seiten zu Wort und wir hämmern jetzt nicht einfach auf Versicherung rum. Aber wir merken natürlich, dass die Zuschauer das dann etwas kritischer sehen. Wir kommen zu unserem nächsten Fall. Jetzt im November ist immer ganz schwierig zu reisen. Man soll nicht reisen, man darf nicht reisen. Noch nicht mal Verwandtenbesuche sind gern gesehen. Aber wie bekomme ich denn dann mein Geld wieder, wenn ich schon Reiseleistungen gebucht habe? Und das fragt sich auch dieser Zuschauer. Zum Reiseverkehr durch Dänemark. Ich habe eine Fähre gebucht nach Schweden, von Puttgarden nach Rødby. Und von Helsingør nach Helsingborg. Wie verhält es sich, wenn man in Schweden Immobilien hat? Darf man dann durchreisen durch Dänemark oder ist das auch nicht möglich? Ja, diese Frage steht wirklich für viele tatsächlich. Das Reisegeschehen soll reduziert werden, sagen uns die Politiker, macht mit Sicherheit auch Sinn. Aber wie ist das wirklich mit solchen Reiseleistungen? Hier ist es eine Fähre, dann ist es hier die Bahn. Muss ich da Geld in den Wind schießen, Arndt Kempkens? Also wir haben in Schweden beispielsweise 12 Provinzen, die als Risikogebiete ausgewiesen sind, also nicht ganz Schweden. Aber da gibt es natürlich Schwierigkeiten bei der Rückkehr. Wenn ich jetzt aus geschäftlichen Gründen beispielsweise da bin und nur über einen ganz kurzen Zeitpunkt oder im kleinen Grenzverkehr beispielsweise, dann gibt es Ausnahmen. Dann muss man nicht in Quarantäne, wenn man zurückkommt. Ansonsten muss man natürlich die Auflagen auch vor Ort sehen. Denn wir reden ja hierbei quasi, wenn wir die Risikogebietseinschätzung und die Reisewarnung uns ansehen, dann sind wir ja quasi im deutschen Reiserecht. Wie sehen die Deutschen das? Welche Reisegebiete werden als Risikogebiete eingestuft? Und wo werden eben Warnungen ausgegeben? Was natürlich an uns vorbeigeht, ist die andere Seite. Wie sieht es beispielsweise in Schweden und Dänemark aus? Und genau wie in Deutschland ändert sich das täglich, sodass es wahnsinnig schwer ist, einen Überblick zu behalten. Deshalb sollte man immer bei der Buchung natürlich nicht nur auf das deutsche Recht gucken, sondern auch auf das Recht vor Ort. Muss ich da in Quarantäne? Wie sieht es da aus? Man darf beispielsweise in Deutschland, wenn man nur ganz kurzfristig durch ein Bundesland beispielsweise fährt und aus einem Risikogebiet kommt, dann ist das fast überall unproblematisch. Oder wenn man nur 24 Stunden bleibt und in einem Risikogebiet und dann wieder zurückreist, ist meist auch unproblematisch. Aber das sieht natürlich im Ausland ganz anders aus, wenn man aus Deutschland kommt und dann noch aus einem deutschen Risikogebiet und wiederum nach Dänemark oder nach Schweden fährt, dann gelten da natürlich ganz andere Regeln, die aber völlig unüberschaubar sind, so wie es ja fast in Deutschland völlig unüberschaubar ist. Unser Zuschauer Peter Freudenreich, der uns dieses Handyvideo geschickt hat, der hat eine Immobilie in Dänemark und die darf er jetzt quasi auch gar nicht besuchen oder muss ich halt dann als Immobilienbesitzer wirklich im Kleingedruckten dieser Verordnung lesen, ob ich nicht vielleicht doch eine Ausnahme darstelle? Ja, absolut. Also er muss natürlich vor Ort gucken, ob er überhaupt einreisen darf. Und wenn er dann da ist und wirklich nur kurzfristig da war, 24 Stunden beispielsweise, um nur kurz nach dem Rechten zu sehen und dann wieder zurückkommt, dann muss er in den meisten Bundesländern nicht in Quarantäne, wenn diese Wohnungen in einem Risikogebiet liegen, das ist ja das Entscheidende. Denn dann haben wir nur eine ganz kurze Zeit, dann haben wir einen beruflichen Grund und dann gelten da Ausnahmen. Da brauchen wir also nicht unbedingt diese Quarantäne. Aber wie das vor Ort ist, das hängt dann wirklich von der jeweiligen Provinz ab. In Schweden bzw. von der Region, so heißt es ja in Dänemark, das hängt halt davon ab, wie da die Regeln sind. Und das ist tatsächlich im Moment ziemlich unüberschaubar. Also wir merken, das Thema bleibt uns weiterhin treu und wir werden sicherlich auch in dieser Sendung noch häufiger über diese Regelung berichten. Der letzte Fall geht immer gut aus und ich habe mich wirklich sehr über dieses Video gefreut. Oliver Kraus aus Westerrönfeld hat uns diesen Clip geschickt. Ich hatte am Anfang der Corona-Phase berichtet, dass meine mittlerweile Frau und ich ja geheiratet haben dieses Jahr und wir eine Flitterwochenreise machen wollten. Es ging damals um das Thema, dass Air Mauritius uns das Geld nicht zurückzahlen
wollte. Ich hatte damals von Ihrem Rechtsanwalt live in der Sendung den Tipp bekommen, über die Kreditkartenfirma zurückbuchen zu lassen. Und es hat wunderbar geklappt. Wir haben die 1.000 Euro wiederbekommen. Also danke für eure Hilfe. Schöne Grüße und bleibt gesund. Ja, und Oliver Kraus ist glücklich dank des Tipps von Arndt Kempkens. So einfach geht das, Arndt Kempkens. Super, das freut uns natürlich total. Und das ist ja auch der Grund, warum wir jeden Tag kämpfen und warum wir jeden Tag wirklich Vollgas geben, damit wir eben diese Erfolge erzielen. Ja, und tatsächlich macht mich dieser Fall auch glücklich. Und der Tipp von Arndt Kempkens war auch wirklich sehr, sehr wertvoll. Wenn man halt bei Veranstaltern nicht weiterkommt und es wird eine Leistung nicht geliefert, die ich bezahlt habe, tatsächlich auch wirklich, kann ich immer nur wieder sagen, setzen Sie sich mit Ihrer kartenausgebenden Bank in Verbindung und versuchen Sie, ein Chargeback-Verfahren einzuleiten. Manchmal gibt es Schwierigkeiten. Manchmal sagen Bankangestellte, ich weiß nicht, wie das geht oder bei uns geht das nicht oder wenden Sie sich an wen auch immer. Lassen Sie sich bloß nicht abspeisen. Und wir haben es jetzt hier in diesem Fall gesehen. Es klappte wunderbar. Vielen Dank, Arndt Kempkens. Da freuen wir uns beide. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn Sie Ärger mit Versicherungen haben, mit Ihrem Chef, mit Reiseveranstaltern, dann lassen Sie uns das wissen. Wir wollen darüber berichten und auch anderen Zuschauern helfen, sodass Sie wirklich Geld und Ärger sparen. Schicken Sie Ihren Fall vielleicht aufgenommen als Handyvideo an 0171 959 2211 und lassen Sie ordentlich Dampf ab. Sie können mich natürlich auch klassisch erreichen per E-Mail an sparfox@bild.de. Und dann bauen wir Ihren Fall in diese Sendung ein und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe von Es geht um Ihr Geld. Tschüss, sagt Ihr und Euer Frank Ochse.